Jetzt geht es um die Kärtchen am Autofenster. Haben Sie sich auch schon mal gehabt, diese kleinen Visitenkarten. Kaufe Auto zu Bestpreisen. Das klingt oft nach einem schnellen Geld. Nur ist es das wirklich? Ist das so einfach? Wer steckt hier hinter diesen ganzen Autohändlern? Ihr Image ist ja zumindest miserabel. Wir wollten mal genauer wissen, was das für Jungs und Mädels sind. Haben die Stichprobe gemacht und mal geschaut, was passiert, wenn du deinen Wagen an diese Autokärtchenhändler verkaufen willst. Jedes Kärtchen ein potenzielles Angebot. Aber lässt sich mit diesen Händlern auch ein gutes Geschäft machen? Als Testauto habe ich mich für einen Mercedes ML 400 entschieden. Fast 270.000 Kilometer ist er schon gelaufen. Dieses Modell wird im Netz für rund 4.000 Euro angeboten. Gleich treffe ich mich mit einem Kärtchenautohändler und bin gespannt, was er mir anbieten wird. Bevor ich das tue, möchte ich wissen, wo wir stehen. Das heißt also, ich möchte wissen, was das Auto wert ist und fahre dafür zu Dekra und lasse den Wagen begutachten. So richtig gut sieht der Benz nicht mehr aus. Ich habe ihn aber ganz bewusst nicht reinigen, auch nicht reparieren oder aufbereiten lassen. Ich will den echten Wert wissen. Beim ersten Blick unter das Auto die erste Überraschung. Markus von Dollen, Kfz-Sachverständiger bei der Dekra, hat keine guten Nachrichten für mich. Man kann es hier ganz gut sehen. Es ist nicht nur leicht benebelt, sondern diverse Ölabtropfungen, diverse Ölbildungen. Also hier muss einiges passieren, damit man den Motor und das Getriebe wieder dicht bekommt. Motor und Getriebe müssen neue Dichtungen bekommen. Das mindert den Wert. Und auch sonst hat der Mercedes sichtbar gelitten unter den 270.000 Kilometern in 13 Jahren. Irgendwann in der Zeit ging auch noch das Serviceheft verloren. Keine guten Voraussetzungen, um den Höchstpreis zu erzielen. Das Ergebnis des Dekra-Gutachten, vorsichtig gesagt, ernüchternd. Wir liegen bei 1500 Euro circa Restwert, Einkaufswert am Markt. Gänzlich ist das Erscheinungsbild eher mäßig, wenn nicht sogar schlecht. 4.000 Euro kann ich nur verlangen, wenn ich vorher rund 2.500 Euro in Reparaturen investiere. Wenn die Kärtchenautohändler den Ölverlust bemerken, werden sie damit sicher den Preis drücken können. Erstmal bleibe ich aber bei meinem Wunschpreis. Ich habe mir vorgestellt, so zwischen 3,5 und 4. Mit versteckter Kamera treffe ich den ersten Kärtchenautohändler. Die Verkaufsgespräche sind meistens knapp gehalten. Der erste Händler will sofort das Auto sehen. Er bietet mir erst 1.700 Euro an. Kennzeichen habe er dabei, sagt er, und drängt darauf, den Kaufvertrag schnell zu unterschreiben. Ich habe Interesse, aber der Preis. Warum machen wir jetzt nicht einen Kaufvertrag? Ich gebe dir 200 bis 300 Euro Anzahlung und das Auto ist reserviert, nur für mich. Am Ende handle ich ihn auf 2.000 Euro hoch. Der nächste. Kein Smalltalk, keine Floskeln. Fällt hier unser Ölverlust auf? Nein, auch er wirft keinen Blick unter das Auto. Als Händler weiß er aber, was auf ihn zukommen könnte. Es gibt wenige Leute, die solche Autos kaufen, weil die großen Maschinen, da kommen immer viel Probleme. Der verbraucht viel und die zu reparieren, das ist teuer. Sein letztes Angebot 2.000 Euro. Der dritte Händler fackelt nicht lange und bietet mir direkt 2.500 Euro an. So wie er ist. Ich mache einen Exportvertrag. Ich schreibe Ihnen alles drauf, gekauft wie gesehen und ohne Garantie. 2.500 Euro, das ist kein Problem für mich. Ich habe Interesse. Den Ölverlust bemerkt auch er nicht. Wir geben uns als Kamerateam zu erkennen und wollen wissen, wie er größere Mängel am Wagen ausschließen kann. Ich bin nicht Mechaniker, ich bin Händler. Okay. Aber ich habe gehört, die Motor hat alles in Ordnung. Unser Fazit. Die Angebote der Kärtchen-Autohändler variieren. Sie versuchen schnellstmöglich einen hohen Gewinn zu erzielen. Die Folge, nicht offensichtliche Mängel bleiben den Kärtchen-Autohändlern oftmals verborgen.